So, meine Damen und Herren, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Willkommen mal wieder zurück auf der Karte Städtedreieck V3. Ja, in letzter Zeit relativ häufig, ich weiß, aber ja, gewünscht ist gewünscht, und zwar von dem guten Kollegen, der mir diesen Busmod zugeschickt hat. Und zwar ist das der gute Gerrit von Projekt Ruhrbahn. Ich habe ja gesagt, wenn ihr mir einen Busmod schickt oder so und ihr macht den speziell für eine Karte, dann fahre ich auch entsprechend auf der Karte. Es handelt sich heute um einen, ja, C1G, ja. Ich habe schon mal Experten, die mir gesagt haben, C1 heißt das gar nicht. Also ein um einen Citaro erste Generation Gelenkbus-Variante, ja. Sieht sehr geil aus, auch auf Roges so ein bisschen abgestimmt. Ja, so viel Neues gibt's nicht. Es gibt einmal diese, ja, Farrego-Kasse hier wieder. Dann haben wir hier den Innenmonitor, der natürlich noch nicht ganz... Doch, da funktioniert er. Jetzt wieder nicht. Also er funktioniert, also er hat in der Probefahrt auch nicht funktioniert. Also von daher denke ich mal nicht, dass er jetzt hier funktionieren wird. An sich ganz schick, ist halt aus dem Gladbecker C2. Auf jeden Fall vielen Dank. Freut mich sehr, auch mal endlich wieder so einen schönen Euro-2-Bus zu fahren und sowas. Ach, das ist doch herrlich, ne? Nicht immer dieser neumoderne Plastik-Shit. So. Ja, das war, glaube ich, einmal das hier. Bitte geben Sie nun Ihren Fahrerpin. Das ist aber ein gutes Deutsch hier, ne? Komma, der Ihnen zugeteilt worden ist. Geben Sie ein. Jo, so. Wir fahren heute die Linie, auch wie gewünscht. E67, Einsatzwagen. Und jetzt kommt's, ich habe in der Probefahrt alles probiert. Hab hier E67, ne, gibt's ja einen 06701 als Linie. Das funktioniert aber nicht. Wir müssen über das Hartz-IV-Menü oder über irgendwelche Zielcodes Einsatzwagen. So, dann kannst du auch E67 machen. Und dann hast du gleich E-Einsatzwagen, genau. Und dann steigen die Leute auch ein. Repaint finde ich sehr interessant, wurde auch von Gerrit mitgeliefert. Fahrschule A-Team. Ausbildung in allen Klassen. Werde auch du Berufskraftfahrer. Wie krass ist das denn? Vorne gleich bei Tür beim Reifen. Ja. Teil mal ein Laub, ne? Also vorne rechts. Ja, genau. Oh, die Funktions werden mir wahrscheinlich auf den Sack gehen. Interessant finde ich in drei Sprachen. Ja? Deutsch, Türkisch und Englisch. Heutzutage müsste da eigentlich noch Arabisch mit dazukommen. So. Ich hole mal die Zeit ein bisschen vor, würde ich sagen. Ja, das ist dieser Trick. Erst auf Pause gehen, dann die Zeit vorstellen, dann wieder Pause rausnehmen. Habt ihr mir beim letzten Mal nochmal reingeschrieben? Ja, ich weiß das, aber ich vergesse das halt manchmal, ne? So. Wir haben natürlich entsprechend dann keine Ansagen. Es gibt wohl für diese Einsatzwagen keine Ansagen. Und keine Route, die du hier eingeben kannst. Obwohl wir mal die E27 auch gefahren sind. Was ist denn das jetzt? Warum wollen die nicht mit? Müsste aber eigentlich richtig sein. Naja, ist egal, dann fahren wir halt so los. Also ich bin in der Probefahrt auch so gefahren. Allerdings habe ich das erst später bemerkt, dass man da Einsatzwagen schildern muss. Oder habe ich Einsatzfahrt oder sowas? Nö, Einsatzwagen, alles klar. So, ich höre tatsächlich die Gelenksounds aus dem GN, MAN GN 272. Also aus dem Standard-Omsibus. Naja, wir fahren eine halbe Stunde. Ich hoffe, ich halte da durch, diese Sounds mir anzuhören. Auf jeden Fall finde ich die Schepper-Sounds sehr gelungen hier. Wie kommt der jetzt auf Platz der Hellen? So, wir fahren jetzt erstmal einen Streckenabschnitt ab, den wir so noch gar nicht kennen. Aber warum hast du denn die MAN-Sounds hier reingenommen? Passt ja nun gar nicht.
Also die Busse klingen in der Realität anders. GN03 zum Beispiel, ne, und sowas, das hört sich ja nicht so an. Man hört natürlich auch Gelenksounds und so, aber... Nee, Digga, das ist ja... Das ist ja nun gar nicht passend. Das ist mir aber in der Probefahrt gar nicht aufgefallen. Zugang zum türkischen Konsulat. Was hat er da drinne? Ich verstehe das nicht. So. Ich habe keine Ahnung, wann dieses Video hochgeladen werden wird. Weil ich wieder ein bisschen was vorproduziere, ne? Und dieses Video ist zwar das erste, was ich heute aufnehme, aber es wird wahrscheinlich nicht das erste sein, was ich irgendwie hochlade. Aber wieso geht denn das immer noch nicht hier? Also ich habe irgendwas falsch gemacht. Oder wollt ihr rein? Doch, natürlich. Schönen guten Tag. Ich hätte gerne... Alles richtig. Weil ich wollte schon sagen, eigentlich ist der Einsatzwagen doch richtig. Ja, ihr wollt nicht mit mir mit, ne? Das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Oder? Naja, doch, dann seid ihr einfach nur behindert. Gut, kann auch sein. Haltestelle an der Krim, Gott sei Dank mit 2M, ne? Sonst wäre das ja hier Herrschaftsgebiet von Wladimir. So, jedenfalls geht es halt darum, dass momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme heute das Omsi-Forum nach wie vor, also das eigentliche funktioniert nicht und auch das Backup-Forum funktioniert nicht. Ja, Sound ist sehr gut. Gefällt mir. Also, und dadurch, dass das Forum momentan nicht da ist, haben wir natürlich auch wieder ein paar Probleme, ne? Und unter jedem Video stand jetzt erstmal, wann kommt das Forum wieder und so. Ich kann euch nichts zum Forum sagen. Ich habe keine Ahnung. Bin da seit Ewigkeiten gesperrt. Ich habe mich auch seitdem nicht mehr mit dem Forum auseinandergesetzt. Ich lade mir da nur Sachen runter. Mehr mache ich da nicht. Also, hab da eigentlich überhaupt keinen Draht hin. So, keine Ahnung, was das jetzt schon wieder soll. Ob da wieder Serverprobleme sind oder so. Türsounds sind auch geil. Guten Tag. Tag. Morgen. Moin, Manfred. Alles klar. Ich weiß gar nicht, ob sie hier auch Hilfsfelder dafür haben. Für die Linie hier. Hier fehlt auch so ein Schild, ne, dass der Fahrstreifen zu Ende ist oder so. Das ist aber auch... Habe ich das schon mal... Doch, ich glaube, einmal habe ich das schon gesehen in Omsi. Aber das fehlt auf jeden Fall. Ja, ihr werdet sehen, die Abschnitte hier sind nicht ganz so schön. Weil offensichtlich hier auch nur der Einsatzwagen lang fährt. Oder was fährt hier noch? Ne, die 64 noch. Okay. Aber nachher haben wir nochmal einen Abschnitt, oder da vorne auch. Wie gesagt, hier fährst du halt ganz selten lang, deswegen sieht das alles nicht so schön aus. Wobei, ich muss auf diesen Fahrstreifen. Hier, so ein Schild meinte ich, dass da einfach angezeigt wird, dass der eine Fahrstreifen zu Ende ist und man doch bitte rüber wechseln soll. Ich meine, wir fahren ja hier Fahrschulbus, ne? Also, oder mit Werbung für Fahrschule. Dann wollen wir auch mal ein bisschen ordentlich fahren und uns darauf konzentrieren, noch mal was anmerken, wenn mal irgendwas falsch ist hier. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hallo. Ich hätte gern eine Tageskarte. Dankeschön. Bitte, bitte. So, deswegen ist gerade in Omsi halt auch ein, ja, bisschen viel durcheinander. Und das ist ein bisschen schade. Und dann habe ich neulich wieder einen Kommentar gehabt, ja, man merkt, du hast nicht mehr so Lust auf Omsi, ne? Oder man merkt, du hast keine Lust auf Omsi oder so. Ja, stimmt nicht ganz. Also auf jeden Fall geht es uns allen so, denke ich mal, dass wir da
ein bisschen weniger Lust haben. Gerade für mich als Let's Player. Wenn, wo das Kanalkonzept daraus besteht, dass ich euch immer etwas Neues zeigen möchte, ja, euch möglichst wenig doppelt zeigen möchte. Zum Beispiel heute die Diene hier, habe ich euch auch noch nie gezeigt oder so, ne? Bus ist neu. Ja, und dann kommt halt nie was raus, so, und du wartest die ganze Woche, da habe ich mich gefreut natürlich, dass Gerrit mir heute was eingeschickt hat. Aber so viele Ideen hast du halt nicht. Früher war das anders. Früher hatte ich viel mehr Ideen, als ich für die Aufnahmesession brauchte, ja. Und heutzutage ist das eben nicht mehr so. Und ich habe es neulich schon mal unter einem Video geschrieben als Kommentar. Aber ich sag's auch nochmal hier. Guckt mal ruhig bei anderen Let's Playern ein bisschen. Omsi-Let's Playern. Die haben auch bisher deutlich weniger gebracht in letzter Zeit, weil einfach nichts rauskommt. Und das nimmt einen so ein bisschen auch Spielspaß. Andererseits ist es bei mir so, ich spiele jetzt relativ selten Omsi und freue mich dann halt wieder auch zu spielen hier. Trotzdem ist es halt so, dass ich im Video auch gerne mich mal ein bisschen darüber aufrege, dass da nichts kommt. Also, guck bei anderen Let's Playern mal. Die bringen auch nicht viel mehr. Dann Alheim Laurenzbach updated oder sowas gab es ja jetzt irgendwie. Das ist so ein bisschen ein Hoffnungsschimmer, ja, dass das bald rauskommt. Dann haben wir auch wieder was, wo wir viel fahren können und Spaß haben können. So, der Sound ist natürlich nicht neu, ne? Aber klingt trotzdem halt geil. Hallo. Hallo. Jo. So, was ich halt damit sagen will, das Omsi-Forum, das ist halt schon, ja, so ein bisschen das Herzstück der ganzen Omsi-Community. Und von daher, wenn das fehlt, ja, dann geht eine Menge rüber zu Facebook momentan, das muss man auch sagen. Wie gesagt, ich habe ja jetzt auch eine Facebook-Seite, heißt der Omsi-Bus, aber ich habe ja gleich von Anfang an gesagt, da werde ich nichts oder fast gar nichts posten. Das ist wirklich nur als Kontaktmöglichkeit. Ich war neulich auch ganz überrascht. Ich dachte irgendwie jetzt Ende Juli werden die YouTube-PNs abgeschaltet. Wollte neulich nochmal mir eine alte PN angucken. Steht da, nö, gibt's nicht mehr die Seite. Ja, alle gelöscht, alle alten PNs. YouTube hat das tatsächlich durchgezogen. Ja, also man macht das uns momentan wirklich nicht gerade leicht. Aber wir machen das Beste draus, wie gesagt. So, können wir reinhören in den Sound. Ja, ist schon was Feines, ne? Ist schon was Feines. Bus ist natürlich privat. Ihr könnt euch den natürlich aber auch selber zusammenbauen. Also, das ist halt der O530 von Altair, dann Morphe Soundpack rüber. Dann die Kasse installieren, ist auch nicht schwer. Und der Monitor funktioniert ja noch gar nicht, von daher gehört das auch noch nicht dazu, zu dem Mod. Somit hättet ihr eigentlich den kompletten Bus dann, den euch selber modden könnt. Hallo. Hallo. Einen normalen Fahrschein, bitte. So, und 10. Jo, bitte. So, da fährt er unser Einsatzwagen. So, und wir hoffen dann halt mal wirklich, dass das Forum relativ schnell wieder zurückkehrt. Oder halt erstmal das Backup-Forum und dann das normale. Dann gab es noch Neuigkeiten, dass Omsi München verschoben wird. Da habe ich absolut gar kein Problem mit, weil ich von dem Add-on ja nicht viel halte.
Da geht es aber nur um diese Busflotte, die jetzt ein anderer dann bauen wird. Ja, muss man mal sehen, ne? Klar bin ich auf diesen Anhängerbus gespannt, aber da wurde ja, glaube ich, selber schon gesagt, das wird nur so gut umgesetzt, wie es halt in OMSI geht. Und das sagt ja schon aus, dass das in OMSI 2 nicht fehlerfrei gehen wird. Von daher müssen wir auch da mal gucken. Also macht euch da nicht zu viele Hoffnungen auf diesen Anhängerbus da. Diesen Buszug nennt man den ja auch, ne? Ja, das waren so die OMSI-Neuigkeiten. Wie gesagt, das darf ich dann nicht Ende nächster Woche hochladen hier. Da muss ich dann, weiß ich noch nicht, mal gucken. Vielleicht am Dienstag oder so. Vielleicht auch schon am Sonntag. Aber ist eigentlich nicht geplant. Das ist doch hier die Linie R57. Ist auch eine schöne Linie. Muss ich mir privat nochmal geben. Ich überlege gerade, wo ich anhalten muss, aber ich soll tatsächlich nicht in diese Wendeschleife rein, sondern mich irgendwie hier randrängeln, ja. Na gut, will sowieso keiner aussteigen. Aber naja, ne? Hallo. Tag. Hallo. Hallo. 6,50. Bitte schön. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Mal ja, diese 20.000 Tickets Danke. Hier, ne, in OMSI. Bitte. Die du gar nicht eine verkaufen kannst. Bitte. Danke. So, bitteschön. Kollege. Ja, ich war nach wie vor zu faul, irgendwie die AIDIS zu ändern. Verzeiht es mir. Noch ein Kollege. Ist auch einfach lustig, einfach, ne? Du hältst sie an und dann ist einfach die falsche Ampel für dich jetzt geschaltet. Das Thema Ampelschaltung hatten wir schon in der letzten Straßenbahnfolge. Wie auch gemerkt, Straßenbahn ist ja auch, das kommt immer nicht so gut an bei euch. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe mir neulich nochmal diese Tatrafahrt privat gegeben. Da hat es dann auch mal funktioniert. Naja, aber ich merke schon, ihr wollt lieber Bus sehen. Ist auch richtig so, wird sich dann halt zeigen, wie das dann bei Lotus sein wird. Falls dort erstmal nur Straßenbahn rausgebracht werden wird, dann, ja, muss man halt überlegen. Aber wie gesagt, ich möchte Lotus auch für euch spielen und daher werde ich mich mit Straßenbahn weiter auseinandersetzen. Nur der ein oder andere Hardcore-Bus-Fan, so wie ich es eigentlich auch bin, der wird dann irgendwann auch sagen, ja, die eigentlich so auf Straßenbahn euch keinen Bock. Wenn Lotus jetzt wirklich erstmal nur als Straßenbahn kommen sollte. Das ist die Endhaltestelle der 25 hier, die neue. Ja. Warte mal, ein Stück nach vorne. Oh, warte, nein, komm, steigt ein, aber ich wollte nochmal zeigen. Guten Morgen. Morgen. Ja, jetzt zeige ich euch erstmal, wie man hier richtig einparkt. Kannst du noch so ein Stück ranfahren hier. So. Boah, stehst du auch halbwegs gerade hier. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Ja, ich möchte gerne auch viele. Hier. Dankeschön. Bitte.
Wartet der? Nee, der wollte einfach nur abbiegen und hatte Angst. Okay. Ich dachte, die OMSI-KI würde mal warten, aber... Naja, da habe ich wohl geträumt. Bin ich jetzt zu früh abgefahren? Thank you for traveling. Bis Ruges 34. Nö, alles richtig. Das Gras sieht doch aus wie... Erbrochenes, ja. Oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Das ist halt auch so eine Straße, wo du dir denkst, warum baut man hier so eine enge Straße hin? Tut mir leid, also. Da muss man auch mal kurz durch das eine Auto durchfahren. Viel zu eng. Aber wenn ich hier mit meinem Bus lang fahre, dann würde mir theoretisch. Dann würde das Einbahnstraße schon reichen hier. Ich habe neulich auch mal so einen Bericht gesehen. Passt ganz gut. Dass unsere Autos immer breiter werden. Aber die Straßen halt so bleiben und im Parkhaus teilweise, dass da ja die Autofahrer von breiten Autos gerne zwei Parkplätze nehmen und so. Naja, also im Parkhaus fahren wirklich auch Idioten rum, das stimmt schon. Aber gut, wenn du halt nicht mit so einem breiten Auto umgehen kannst und das auch nicht hinkriegst, ein breites Auto in eine Parklücke reinzustellen, die halt mal ein bisschen enger ist, dann brauchst du dir auch so ein Auto nicht kaufen, bin ich der Meinung. Wenn du damit nicht umgehen kannst. Ah, jetzt sind wir hier, alles klar. Aber jetzt quält er sich hier erstmal hoch. Sind die Türen hier aus dem Skandalbus eigentlich von Arne J? Da habe ich auch nichts mehr zu gehört. Falls ihr da nochmal wissen wollt, habe ich... Also bezüglich des Diebstahls, ja, dieser Sachbeschädigung von ihm. Da habe ich nichts mehr weiter gehört. Es gab ja auch einen Nutzer da auf der Gladbeck-Facebook-Seite, der dann der Meinung war, dass eben wir als Community oder ich als Let's Player, dass wir halt daran schuld sind, aber das ist ja halt, also weiß ich nicht, also ich distanziere mich in jeglicher Form von Arne J, ne? Bin eigentlich so das komplette Gegenteil von ihm. Aber klar, da kommt halt einer nicht drauf klar, dass eben, dass meine Art zu Let's Playen halt ein bisschen anders ist, ne, als der ein oder andere eben auf YouTube von den Kollegen hier. Das ist eben so. Also ich musste wirklich auch bezüglich YouTube in letzter Zeit viel Scheiße lesen, ohne Witz, tut mir leid, also eben, was ich gerade gesagt habe, das ist schon ein so ein Beispiel. Ich werde aber im Video nicht darauf eingehen, was ich sonst noch lesen musste an so Art von geistigen Dünnschiss, tut mir leid. Morgen. Moin. Normal. Guten Morgen. Moin. Da hast du dann auch irgendwann wirklich auch keinen Bock, muss man ehrlich sagen. Rechnen, ne, wäre nicht schlecht. Wollten Fahrschein. Habe ich dir noch nicht gegeben? Ich wollte auch sagen, es stimmt doch eigentlich. Verzeihung. Oh, funktioniert jetzt hier gar nichts mehr oder was? Wollten Fahrschein. Nicht schlecht, Digga. Danke. Bitte. Ein Fahrschein, bitte. So. Ich hätte gern eine Tageskarte. Und dann braucht ihr euch dann auch nicht wundern. Danke. Wenn dann mal kein Video kommt und so. Entweder kommt nichts raus, ihr habt keinen Bock, keine Zeit. Da kommt einiges momentan zusammen. Und
Da muss ich YouTube dann auch mal ein bisschen hinten anstellen. Wie gesagt, da sowieso Omsi momentan in so einer Ruhephase ist. In Sommerpause, keine Ahnung. Sehe ich es auch nicht ein, jetzt auf Biegen und Brechen da irgendwie ein Video zu machen. Dann freue ich mich lieber, wenn ihr mir was zuschickt und so, dass ich das dann mal vorstellen kann, wenn mal was Neues rauskommt. War aber später hinten, ne? Guten Tag. Jo, moin. Bitte. Das ist der falsche Schein. Ich hab dir mit T den Fahrschein... Entschuldigung, das ist der falsche Schein. Wie weit haben wir es noch, Alter? Ach du Scheiße. Sind Sie überhaupt da? Dankeschön. Ah. Warum auch immer das... Geht das Ding jetzt? Oh, ich habe keine Ahnung, ob das hier funktioniert jetzt. Wir probieren es an der nächsten Haltestelle nochmal. Aber irgendwie spinnt das Ding da jetzt rum. Aber da kommt der Fahrschein erst raus. Jetzt. Zwar deutlich zu spät. Also ich würde auch noch zum Seniorenheim fahren, ne? Könnt ihr ruhig mit. Das ist jetzt hier so eine typische Rentnergruppe. Die erstmal ein bisschen gaffen müssen hier. Ist das überhaupt mein Bus ins Seniorenheim oder fährt er ins andere Seniorenheim, wo ich gar nicht hin möchte? So, das ist jetzt wieder ein bisschen bekannter hier, das Gebiet. Guten Morgen. Morgen. Das ist, glaube ich, derselbe Abschnitt, den wir beim letzten Mal gefahren sind hier. Mit der 62. Jetzt hier zum Ende. Oh, da ist diese eine Stelle mit bei, ne? Wo es ganz schön knapp wird. Wo ich das nicht mal mit dem scheiß Solobus letztes Mal geschafft habe. Aber da habe ich gesagt, ja komm, Solaris fährt sich scheiße. Mit anderen Bussen schaffe ich das. Na, mal sehen, wie es heute wird. Na klar, wir haben einen Gelenkbus, ne? Der sich aber, man muss es klar sagen, super fährt. Kann man nicht meckern. So. Dann hoffen wir mal, dass die Ampel da vorne gleich grün wird. Ich finde es halt auch traurig, wie wir einfach... Jo, das war aber mal eine sehr, sehr lange Ampelphase. Oh, meine Güte. Ich finde es halt auch traurig, wie halt nichts zu der Bass rauskommt, ne? Wir haben ja gesagt, bis zu diesem komischen Touristen-Scheiß-Simulator da... wollen sie nichts machen an dem Spiel. Hallo. Hallo. Und nichts veröffentlichen, nichts Neues sagen. Ja, aber ist ja geil, wenn wir da bis Ende August warten dürfen. Ja, also. Weiß ich nicht, irgendwann gibt's mal so ein Komplettpaket. Für der BER.
eröffnet. Dann gibt es gratis dazu das London-Add-on und wahrscheinlich dann auch The Bus. Aber sagen wir mal, ein The Bus ohne Fehler. Man weiß ja nicht, ob sie es wieder so wie beim Fernbus-Simulator machen, dass da einfach erstmal eine total fehlerhafte Version rauskommt. Guten Morgen, genau. Die Quietsch-Sounds, ne? Die nerven echt. Die nerven. Das ist die nächste Stelle hier. Ah, no problem. Ganz easy. Ah, hier. Hier habe ich eh immer Probleme. Ah, ne, es sind nur die Shepard-Sounds hier. Morgen. Morgen. Moin. Ja, also ich habe mal zur Sicherheit ein Datum ausgewählt, wo halt noch keine Ferien sind hier. Auf der Karte. Bin mir nämlich nicht sicher, ob diese E-Linien auch in der Ferienzeit fahren. Könnte mir nämlich auch vorstellen, dass das mehr so Schülerlinien sind. Oi. Was denn du? Ich bin doch gar nicht losgefahren hier. Die schlimme Stelle kommt erst noch da vorne. Da dürft ihr dann meckern. Ist mir egal. So, also es gibt einige E-Linien. Müsst ihr mal gucken. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste, dass es eine E27 gibt. Die sind wir nur aber gerade schon vor einiger Zeit gefahren, von daher wollte ich die eigentlich nicht nochmal zeigen. Habe ich dann für diese Linie entschieden. Guten Morgen. Morgen. Bitte mal die Tür frei machen da hinten. So, jetzt müssen wir etwas geschickter hier fahren. Das ist wirklich nicht gerade angenehm hier. So, und das ist die besagte Stelle hier. Mal gucken. Am besten, ihr guckt euch nochmal das mit dem Solaris an vom letzten Mal. Ja, habe ich halt ein bisschen den rechts hier mitgenommen. Aber hey, komm, ich habe das Schild nicht abgeräumt, ne? Immerhin. Mit diesem komischen Pfeil da drauf. Mensch, du willst auch noch mit hier eine Station oder zwei? Hallo? Hallo. Hallo. Was ist das denn hier? Ah, sehe ich das gerade richtig hier? Moment. Ah ja, komm mal hier. Hat bisher auch immer gefehlt, genau. So, Bahnhofstraße noch und dann sind wir da. Dann muss ich mal gucken, ob wir da noch weiterfahren. Ja, sieht so aus. Also anscheinend fährt dieser Bus dann noch irgendwie weiter.
Gut, also einfach ist das heute gerade nicht, was wir hier fahren. Möchte ich nur mal erwähnen, wir haben ja manchmal Folgen bei, da ist das wirklich sehr einfach zu fahren. Das sind ganz einfache Strecken. Aber heute die Strecke mit dem Gelenkbus ist schon nicht ohne. Und da brauchst du schon ein bisschen Praxis für. Also, wenn du jetzt Anfänger bist, neulich hat irgendwie einfach oder war einer bei in den Kommentaren, der sagte, er hätte sich jetzt gerade neu Omsi gekauft. Alter, ne? Da fahre ich mir immer noch. Okay, also Omsi 2 verkauft sich noch anscheinend. Und dann gibt es ja halt auch noch so Leute, die holen sich dann tatsächlich Omsi Best Off. So. Was stellt ihr euch unter Omsi Best Off vor? Vielleicht Omsi 2 mit allen Add-ons oder mit einigen Add-ons, mit den besten Add-ons? Nee, das ist auch. Omsi Best Off ist einfach Omsi 1. Und zwar. Omsi 1. Was du ja auch in Omsi 2 mit inbegriffen hast. Da hast du dann halt nur noch ein paar mehr Features. Aber prinzipiell ist ja komplett Omsi 1 und Omsi 2 enthalten. Aber es wird halt Omsi 1 nochmal vermarktet, verkauft. Halt nicht als Omsi 1, sondern als Omsi Best Off. Das ist auch schon immer so jetzt, ne? Aber, dass es halt Omsi 2 gibt. Aber ich wollte es einfach nur nochmal erwähnen. Es gibt immer noch Leute, die kaufen sich sowas. Und wir haben auch immer noch neue Omsi 2 Spiele. Und da freue ich mich auch, wenn die auf dem Kanal sind. Weil manchmal kann man ja wirklich ein bisschen was lernen. Manchmal habe ich nämlich von allem selber keinen Plan. Und also das fand ich früher immer am besten. Von Leuten zu lernen, die keine Ahnung haben. Klingt doof, ist aber so. Wenn man da mal einen Harald Frenkel nimmt oder so. Der hat selber überhaupt gar keinen Plan gehabt von Omsi. Und der hat das dann immer so idiotensicher erklärt. Er hat auch jeden Teilschritt hat er erklärt. Oder hat er sich fast selber erklärt, weil er keine Ahnung hatte. Da konnte man tatsächlich das dann immer nebenbei auch selber bei sich machen und konnte davon lernen. Ist halt besser, als wenn da irgendein einer vom Fach ein Tutorial macht. Und dann blickst du da nicht durch, weil es halt auch viel zu schnell geht und so, ne? Und du hast halt keine Ahnung von irgendwas. So, heute halten wir mal wirklich am Bussteig 4 an. Letztes Mal habe ich da irgendwie verpennt, da bin ich am Bussteig 3 schon gewesen. Und dann machen wir mal hier entspannt Pause. So, wunderbar. Wir fahren weiter zum Bergerplatz. Aha. Betriebsfahrt. So. Das war's, wie ich finde, ein sehr, sehr schöner Bus. Hoffe, euch hat es, ja, wieder mal gefallen. Danke an Gerrit. Ja, und danke an euch fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Schaut noch bei anderen Videos rein. Lasst ein Abo da oder was auch immer. Ansonsten noch schönen Tag für euch. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.